Wenn das Wasser jetzt nicht gespittet wird, Digga, dann können wir gar nicht gucken, ob das funktioniert mit dem Item-Abtransport. Bruder, wenn das Versionsupdate den Spawn von blauen Blumen kaputt macht, dann raste ich aus. Digga, wer hat denn sich die Scheiße eingefangen? Als würde es ein Update in GTA geben und dann würdest du in einen GTA-Shop gehen, der eigentlich Waffen verkauft, in einen Waffenshop, und der würde dir plötzlich statt Waffen Essen verkaufen. So ein Fehler ist das. Das ist ein riesiger Programmierfehler. Mission wäre jetzt erstmal das einzige Ding hier trotzdem fertigzustellen. Wenn es am Ende keine Blumenblauen hier gibt, dann muss ich mich damit irgendwie auch abfinden. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber dann haben wir trotzdem hier eine geile Weize- und Farbstofffarm, Digga, auch wenn die Farbstoffe scheiße sind. Und die nächste Mission, die wir jetzt haben, ist hier die Schalker-Füller mit Schalker-Boxen zu versorgen. Bedeutet, ich hätte mir hier im Prinzip einfallen lassen, mit Trichtern und mit ganz vielen Doppelkisten Schalker-Boxen in die Doppelkisten zu bringen, um dann im Prinzip das Schalker-Lagerfüller-System weiter nutzen zu können. Kurz erwähnen nochmal, bevor wir jetzt anfangen. Ich habe mit dieser Farm zweimal hintereinander Minecraft kaputt gemacht. Ich habe es einmal geschafft mit dieser Farm, Minecraft von den TPS her, nicht von meinem PC, sondern von den TPS, also von der Weltschnelligkeit her an die Grenze zu bringen und die Weltschnelligkeit her zu... Musste mir dafür extra Mods installieren, damit Minecraft damit umgehen kann, wie diese Farm funktioniert, damit ich Minecraft nicht f***e. Und jetzt hat Minecraft es hinbekommen, meine Farm zu f***en als Rache und mir im Prinzip nicht mehr die Spawns zu geben, die ich eigentlich bekommen müsste, obwohl es eigentlich ziemlich logisch sein müsste, dass in dem Flower Forest von der 1.17 genau die gleichen Blumen spawnen können mit Knochenmehl, wie es in der 1.17 auch war und nicht, wie es jetzt in der 1.18 ist, dass da irgendwelche neues Spawn. Es macht keinen Sinn. Minecraft hat mir zweimal diese Farm kaputt gemacht und jetzt werde ich nicht wegen Minecraft in die Knie gehen. Nein, Junge, ich werde aus dem Boden aufstehen. Ich werde mich erheben, die Brust rausziehen und Minecraft den rechtesten, fettesten Uppercut seines Lebens geben und ihn absolut in den Boden zwingen, Junge. Und Minecraft mal zeigen, was ein Spieler alles mit dem Game machen kann. So ein Ding ist das. Ich wollte nur noch als Nachtrag für gestern nochmal Bescheid sagen, also vielleicht sage ich das heute nochmal. Wir hatten ja gestern das Problem mit den blauen Blumen und ich hatte erst die Verunsicherung oder habe erst gedacht, dass das hier die blaue Blume ist und Minecraft im Prinzip einfach den Spawn der blauen Blume verändert hat und die nur im Sumpf spawnt. Aber die hier macht hellblauen Farbstoff und die Kornblume, das ist die, die wir brauchen und die wir auch bekommen haben vor der 1.18, die auch vor der 1.18 dort gespawnt ist, die halt jetzt auch noch im Blumenbiom spawnen müsste. Eigentlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Lösung für dieses Problem. Dafür, dass wir diese Kornblume wieder spawnbar machen, weil es ein ganz, ganz klarer Minecraft-Fehler ist, Digga. Dann haben wir jetzt hier das Überfülllagersystem für Schalkerkisten. Also im Prinzip kommen hier alle Schalkerkisten rein, die dann fürs Überfülllagersystem sind. Dann haben wir hier das Überfülllagersystem, wo dann die ganze Schalker reinkommen. Und das gleiche haben wir dann hier drüben auch. Wir haben die Crafting-Systeme, dass ich dann in Ruhe durchcraften kann, das Ganze. Das habe ich dann hier auf der Seite genauso. Und jetzt kann ich eigentlich losgehen und mir mal ganz viele Schalker-Shells holen, ganz viele Kisten organisieren. Und wenn wir das haben, kann ich dann durchcraften. Und das Durchcraften wird mal richtig lange dauern. Aber wenn es fertig ist, dann ist fertig. Wisst ihr, wie ich meine? Dann ist alles gut. In der 1.17 hat es funktioniert, dass hier unten blaue Blumen gespawnt sind. In der 1.18 ist das leider nicht mehr so. Jetzt habe ich mich im vergangenen Verlauf der letzten Woche mit den Minecraft-Experten aus meiner Community zusammengesetzt. Wir haben philosophiert, getüftelt, versucht verschiedenste Lösungen zu finden. Auch ich habe stundenlang nach Lösungen gesucht, um dieses Problem Minecraft-technisch ohne bestimmte Cheats zu lösen. Und es gibt nichts. Es gibt nichts. Und das sage ich, wie es ist. Es gibt keine Möglichkeit, das Bloom-Spawning zu verändern, außer eine. Und das würde implementieren, dass ich hier auf dieser Welt WorldEdit benutze und somit Cheats erlaube und auch ein Biom Grund auf verändere. Wir würden nämlich dann aus einem Flower Forest, wie ihr es hier seht, aus einem Flower Forest, würden wir dann ein Plains-Biom machen. Und das habe ich gesagt, haben meine Mods, nachdem ich sie daraufhin angesprochen habe, auch gesagt, das ist zu viel, Digga. Das ist, zwar würden wir Minecraft damit dann... weil wir Minecraft vom Bug her fixen würden. Andererseits würde ich dann meine Welt auf Cheat-Modus setzen, würde hier mit WorldEdit rumhantieren. Das ist unsportlich, das zerstört den Vibe des Survival-Let's Plays, das zerstört den Vibe zu wissen, dass hier noch nie gecheatet worden ist. Und das werde ich auch nicht
tun. Wirklich nicht, weil das wäre einfach zu viel des Guten. Auch wenn man jetzt sagen könnte, ja, aber Relation, das war doch ein Minecraft-Bug, kannst du ruhig machen, wir sind dir nicht böse. Ich bin mir selbst böse, wenn das passiert. Jetzt ist aber die Frage, wie komme ich denn jetzt an meine blauen Blumen, was ja das Ziel hier hinter war? Und dafür habe ich mir was Cooles einfallen lassen, denn zwar spawnen hier in diesen Abteilen keine blauen Blumen mehr, aber ich habe einen World Backup gemacht und habe mich dann ein bisschen mit Creative Mode hingesetzt auf dem World Backup und bin oder habe dort etwas entdeckt. Denn in diesem Bereich hier unterhalb der Knochenmehlfarm, da stand ich gerade eben auch, spawnen blaue Blumen mit Knochenmehl. Das ist ein Plains Biom und da können blaue Blumen mit Knochenmehleinwirkung spawnen. Wir müssen uns da nochmal genaue Chunks raussuchen, also im Prinzip den genauen Ort, wo die spawnen können. Den umranden wir uns dann mit roten Wollblöcken und dann werde ich hier an diesen Abteil, wo jetzt gerade keine blaue Blume mehr spawnt, hallo? Nochmal? Dicker! Hä? Naja, auf jeden Fall sollten eigentlich hier irgendwo im Umkreis blaue Blumen spawnen. Wir werden uns so ein Feld raussuchen und ich werde noch ein Abteil Blumenfarm bauen. Also nur so ein Abteil hier, dieses kleine Konstrukt. Mehr nicht. Dieses Konstrukt werden wir aber nicht so bauen, dass sie aktiviert wird, wenn man diese Blumenfarm hier aktiviert, sondern die wird im Prinzip über einen extra Hebel parallel aktivierbar sein. Ich werde dann einfach via einem Pisten und einem Block eine Abzweigung aktivieren und deaktivieren lassen mit nochmal einem extra Hebel, wo ich im Prinzip die Knochenmehlproduktion straight woanders hinführen lasse und zwar dann zu diesem blauen Blumenabteil, damit die im Prinzip auch dann durchgehend funktionieren kann. Wir werden hier eine funktionierende Blumenfarm auch mit blauen Blumen haben. Okay, dann auch nochmal für die YouTube-Zuschauer. Also, ich habe jetzt hier das Abteil soweit fertig. Wir müssen das jetzt noch an die Glocke anschließen gleich. Hier kommt Wasser rein, Wasser transportiert die Blumen ab. Hier kommt auch Wasser rein, das Wasser transportiert die dann hier ins Loch. Und das transportiert es dann zum ultimativen Itemstrom nach oben ins Lagersystem. Was jetzt halt, wie gesagt, noch fehlt, ist hier der Anschluss an die Hauptglocke. Also wir können das Ganze hier jetzt schon anschalten tatsächlich. Das Problem daran ist, ich rede jetzt ein bisschen lauter, das Problem daran ist, dass hier noch nicht diese Glocke aktiviert ist, dass im Prinzip getimed ist, wann das Wasser hier rausfließen soll und wann nicht. Und diese Glocke müssen wir jetzt noch einbauen, dass es im Prinzip auch getimed ist, dass sie vollautomatisch funktioniert. Bei der Glocke muss ich ein bisschen drauf achten, weil ich würde es eigentlich so bauen, dass ich mit einem Hebel im Prinzip nur eine Farm anmache und dafür muss ich eine extra Abzweigung bauen mit extra aktivierenden Redstone Mechanics und so ein Scheiß. Es wird jetzt Tüftelarbeit, aber kriegen wir alles hin. Also wir haben es jetzt geschafft, das erstmal, warte, ich zeige euch zuallererst erstmal hier hinten was. Also hier kann man sehen, die Farm steht soweit, es ist alles fertig, es ist alles verbunden, die Glocke ist hier auch verbunden, hier verbunden, das passt. Und jetzt habe ich bei der Glocke es geschafft, dass wenn ich einen Hebel im Prinzip drücke, also die Glocke mache ich extra an, über einen externen Hebel. Und dann kann ich via Hebelwirkungen entscheiden, yo, welche Farm soll jetzt laufen. Wir werden dann da drei Hebel haben, ein Hebel für die blaue Blumenfarm, ein Hebel für das obere Abteil der Blumenfarm und ein Hebel für den unteren Abteil der Blumenfarm. Dann kann ich zum Beispiel, sagen wir, der Redstone-Block ist jetzt der Hebel, kann ich jetzt sagen, yo, ich will jetzt, dass die untere Farm nicht mehr, also die Blumenfarm nicht mehr funktioniert. Dann wird die hier abgekackt vom System und das System wird wieder aktiviert. Also wenn ich übrigens auch, wenn ich die Blumenfarm anmache, kann auch kein anderes System funktionieren. Dann geht nur die Blumenfarm ausschließlich. Bedeutet, die Blumenfarm ist dann aus und die anderen Systeme oder die Hauptblumenfarm, die blaue Blumenfarm ist aus und die Hauptblumenfarm kann ich wieder nutzen. Ey, viel zu viele Blumenfarmen einfach. So, und wenn ich dann aber sage, yo, ich will jetzt die Blumenfarm weiter nutzen, mache ich so und dann wiederum funktioniert die Hauptblumenfarm nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie wir die Knochenmehlzufuhr hier stabilisieren und herbringen, dass das funktioniert. Ich habe es jetzt geschafft, die extra blaue Blumenfarm, die ich gebaut habe, konsequent zu trennen von den anderen Blumenfarmen. Ich kann jetzt mit einem Hebel, den ich dann hier haben werde, ich habe jetzt gar keinen Hebel dabei, deswegen machen wir jetzt so einen Block, sagen, okay, jetzt ist die Blumenfarm aus und ich kann die anderen 8 Blumenfarmen, die ich habe, nutzen. Ich kann aber wiederum auch sagen, okay, ich will jetzt die blaue Blumenfarm nutzen, dann mache ich diesen Hebel aus und dann ist im Prinzip nur die blaue Blumenfarm aktiv und die Hauptblumenfarmen sind deaktiviert oder werden automatisch deaktiviert. Dann schalte ich hier diese Glock an und diese Glock verursacht gleichzeitig, dass hier hinten
diese Knochenmehlfarm, die wir hier gebaut haben, die eigentlich zuständig war, um dort das Knochenmehl hinzubringen, einen Split bekommt und diese Knochenmehlfarm hier nur noch ausschließlich für diese Farm hier produziert, damit wir diese auch durchgehend nutzen können und im Prinzip das Knochenmehl statt hier und hier lang, hier und hier hochgetrieben wird. Dann wird es hier eingesammelt, die Überschüsse fallen hier in das Loch, die Blumen fallen hier in das Loch, dieses Loch führt uns nach hier. Und hier geht's in den Fahrstuhl und wisst ihr, wo der Fahrstuhl hoch hinführt? Ich zeig's euch, warte. Dieser Fahrstuhl führt nach hier. Sagt, ich bin der Beste, ich bin der Krankeste. Zeig mir einen Besseren. Und ich habe das, ich möchte erwähnen, ich habe das alles ohne Tutorial gebaut. Ich habe das meiste zumindest ohne wirkliche Hilfe gebaut. Es ist alles aus meinem Kopf entstanden. Ich würde jetzt lediglich hier nochmal designtechnisch machen. Ich will dann noch einen Glaskasten außen rumziehen, das alles verschönern. Ich will hier ordentlich ausleuchten, die Pilzblöcke wegbauen. Ich will hier Glas drum rumziehen, dass das ordentlich aussieht. Looks zu wild. Gefällt mir richtig gut. Habe ich auch mit dem Terraforming gut hinbekommen tatsächlich. Sieht alles wundervoll schick aus. Dann würde ich jetzt nämlich ranmachen. Wir holen uns jetzt Wassereimer. Ganz viele wieder. Ganz viel Salt Sand. Und werden einmal die Wassersources jetzt placen. Ganz viele Half-Saps auch, ganz wichtig. Ah, was kommt? Da, Junge, was kommt denn da? Was kommt denn da? So, das wird jetzt einsortiert und jetzt gleich. Oh, 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 ich sehe die blauen Blumen. Ich sehe die blauen Blumen. Ich sehe die blauen Blumen vor meinen leiblichen Augen. Ich sehe sie. Ich sehe sie direkt da. Oh, 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 jetzt werden sie abtransportiert, die blauen Blumen. Oh, 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 schnell, 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 gucken, 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 gucken. Blaue Blumen! Wir warten! Okay, okay, jetzt! Da, da, da sind sie! Und jetzt müssten hier irgendwo unsere Blümchen drin sein. Irgendwo hier müssten wir jetzt blaue Blumen finden! Ja! 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 Zack! Minecraft! Minecraft fickt nicht mit mir! Nicht mit mir, Minecraft! Minecraft hat mich in den Arsch gepasst! Ich habe Minecraft genommen und Minecraft in den Arsch gepasst! Dann hat Minecraft mich wieder... Und jetzt habe ich Minecraft meine Faust in den Hand, Junge, und gezeigt, wer hier der wahre ist mit dem größten. Verdammte Scheiße, da sind sie, die blauen Blumen. Oh, das ist so geil. Das ist so ein. Oh. Let's go. Wisst ihr, wie viel Qualen, Zeit und Arbeit mich das gekostet hat, Chat? Also für alle, die meine Reaktion vielleicht nicht nachvollziehen können. Das ist gerade Next Level, das Gefühl hier. Ich habe mich ja jetzt endlich ums Lagersystem fertig bauen kümmern. Heißt, ich werde mir hier die Blumen raussuchen, die ich bekomme. Werde den verschiedenen Blumen dann verschiedene Kisten zuordnen. Werde dann hier weitere Schalkerfüller bauen, damit wir alle Blumen wirklich einlagern können. Erstmal funktioniert das Ganze. Ich baue jetzt dort Schalkerfüller rein, die im Prinzip dann das Ganze verbinden. Dann muss ich vielleicht diese Linie nochmal ein paar Blöcke nach hinten verschieben. Das kann gut passieren, mal gucken. Und dann reißen wir das hier zu... Ja, also den Anfang hier, den reißen wir komplett ab. Weil das Gute ist jetzt dadurch, dass ich das so ultimativ gut aufteilen konnte hier, das Ganze, dass im Prinzip immer 4 Doppelkisten für ein bestimmtes Item sind, habe ich auch den perfekten Background im Hintergrund, um im Prinzip diese Doppelkisten voll mit Schalkerkisten etc. setzen zu können. Bedeutet, wir müssen auf einen Schalkerfüller immer 4 Doppelkisten setzen. Ganz easy eigentlich. Ich werde hier nicht nach oben hin da perfekt den Platz haben, glaube ich. Und wir haben im Prinzip jetzt das Lagersystem für die Blumen soweit fertig. Da kommen blaue Blumen rein, da blaue Blumen. Wir müssen jetzt gleich hier konzipieren. Im Prinzip, wo was für Blumen reinkommen. Und danach muss ich mich um die Schalkerfüllerbefüllung kümmern. Dann haben wir jetzt hier weiße Rosen, rosa Rosen. Tulpen meine ich. Orange Tulpen, rote Tulpen, diese weißen Dinger, ich weiß nicht, was das ist. Dann hier blaue Blumen, rote Blumen, gelbe Blumen. Ich weiß nicht, was das ist, aber diese Blumen. Und dann kommt hier Weizen hin, komplett alles voll für Weizen. Und wenn wir das haben, machen wir jetzt gleich auch hier hinten Knochenmehl und Seeds.
Ist es egal, wie rum man die macht? Nee, ne? So ist richtig rum. Perfekt. Oh. Wie können die richtig sein? Ach so, weil die jetzt hängen, ne? Ist vollkommen fein für ein Überfülllager. Finde ich okay. Dann haben wir jetzt hier im Überfülllager auch Seeds, Knochenmehl markiert, egal ob oben oder unten. Dann haben wir hier draußen Weizen, wo Schalkerkisten voll mit Weizen drin sind. Und jetzt kann ich mich eigentlich ranmachen, die, oder das Sortiersystem zu optimieren. Hier aus den Trichtern muss ich natürlich den Stuff erstmal rausholen. Und danach würde ich da jetzt Items reinmachen, Fill-Items. Dann kommt da das Item rein, was da rein muss. Da müssen wir aufpassen, weil hier oben haben wir ja nur die Filtersysteme und wir müssen gucken, welches Filtersystem, also ob dieses Filtersystem jetzt in diese Kiste liefert oder in diese. Und wir sehen, es liefert in diese Kiste. Bedeutet, dieses Filtersystem braucht eine rosane Tulpe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das korrekt handeln, dass das alles passt. Die Lagersysteme sind alle befüllt. Die Schalkerfüller sind alle geupdatet und funktionieren. Jetzt geht es an den nächsten Fehler, den ich beim Lagersystem gemacht habe. Und zwar hier diese Lagersysteme für die Schalkerboxen, für im Prinzip das Hauptlager. Kann man das so einfach sagen? Ja, ich sage das einfach mal so einfach. Ich hoffe, ihr versteht es. Und zwar haben wir ja hier eine bestimmte Doppelkistenmenge. Und wir haben jetzt zum Beispiel pro Blume, ich weiß nicht, 4×9, 36 Doppelkisten. Und sagen wir, ich habe jetzt dort hinten aber für einen Schalkerfüller 37 Doppelkisten an Schalkerkisten. Dann würde es passieren, dass der Schalkerfüller nicht erkennt, okay, die Kisten sind jetzt alle voll. Dann mache ich einfach weiter und der würde dann im Prinzip weiterhin Schalkerkisten setzen. Und diese Schalkerkisten befüllen, diese würden abgebaut werden und dann einfach despawnen, weil ja das Lagersystem voll ist und die Schalkerkisten nicht mehr aufgenommen werden können. Heißt, wir würden aktiv Schalkerkisten verbrennen. Bedeutet, ich werde das so konzipieren, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich hier 37 Doppelkisten habe oder 36, werde ich das so konzipieren, dass ich hinten 35 Doppelkisten voll mit Schalkerkisten habe und dass, wenn das dann einmal dazu kommt, dass das voll ist, dass ich dann sage, okay, ich habe ja jetzt noch 5 Doppelkisten übrig, ich packe hinten nochmal 5 Doppelkisten Schalkerkisten nach, damit das dann wirklich ultimativ voll werden kann. So, und jetzt ist es momentan hinten so konzipiert und deswegen muss ich es komplett abreißen, dass im Prinzip irgendwie ein Schalkerfüller kriegt 50 Doppelkisten, der andere Schalkerfüller kriegt 40 Doppelkisten, der nächste Schalkerfüller kriegt 60 Doppelkisten an Schalkerboxen und davon würden dann 20 despawnen. Heißt, es macht gar keinen Sinn. Heißt, wir müssen es leider abreißen und neu setzen. Ist zwar aufwendig, aber worth, damit das dann hier wirklich perfekt funktioniert. Ebenfalls muss ich hier hinten, hinter den neu gebauten Abteilen, die wir hier hingestellt haben, ein weiteres Schalkerfüller-Lagersystem placen mit der Menge an Kisten, die wir hier vorne haben. Ich werde nicht immer exakt diese Menge an Kisten bauen, sondern wahrscheinlich eher weniger. Bedeutet, ich muss da ein bisschen aufpassen, leider, weil Minecraft halt hier mit der Farm zu viel bekommen hat, leider. Also ist aber nicht zu ändern. Aber ich konzipiere das jetzt einmal ordentlich und ich gucke mal, ob ich das hinbekomme. Ich hoffe. Wir haben jetzt ultimativ viel geschafft. Es ist jetzt super, super viel passiert. Das Lagersystem steht soweit komplett betriebsbereit. Okay? Betriebsbereit. Das Problem ist daran, dass ich jetzt hier hinten bei den Schalkerfüllern, also ich habe das jetzt alles gefixt. Im Prinzip ist jetzt für jede dieser Reihen erstmal, oder für jede dieser Reihen sind 6 Doppelkisten an Schalkerboxen da. Also hier 6 Doppelkisten, hier 6 Doppelkisten, so 6 Doppelkisten, bla. So, nach 6 Doppelkisten ist erstmal Schluss im Karton. Wenn 6 Doppelkisten voll mit Schalkerkisten voll mit Stuff voll sind, danach müsste ich im Prinzip nachcraften und würde dann hier hinten direkt einfach performance-technisch ein bisschen was abbauen. Also 3 Doppelkisten, damit ich am Ende auch nur 3 Doppelkisten übrig habe. Damit auch dann nichts despawnt, ganz einfach gesagt so. Erstmal steht hier soweit alles. Alles ist richtig sortiert, die Sortiersysteme sind befüllt mit Items, funktioniert, ist einwandfrei, babamäßig, super.